kaum Beschwerden. Warte mal, wir können die Warteschlange auch eins länger machen. Die Leute haben schon wieder gesagt, dass wir den Preis erhöhen sollen. Dann machen wir 25. So haben jetzt schon die Hälfte der Besucher geschafft, sind im Juni. März, April, Mai, Juni in 4 Monaten. Dann haben wir noch Juni, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ja, das sieht schon mal gut aus. Im Moment sind wir im Soll. Wie gesagt, 900 und eine Parkwartung von 600. Geld geht es gut nach oben. Könnte man eigentlich fast schon was zurückbezahlen, aber wir müssen ja wirklich bauen, 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 dass die Leute immer was Neues vorfinden. Guck mal, die Warteschlange von Deathlight ist jetzt sogar voll. Also hat sich das ja gelohnt, dort Achso, geht es auch mit dem Eingang? Ne. Aber wir können ja einfach tricksen, dass es passt. Und mit dem Ausgang meine ich natürlich. Ich mache hier nochmal eine kleine Variante vom Freefall. So, das ist der Mikrofall oder Minifall. So, 500 Besucher. Noch 400 to go. Stellen wir nochmal einen, der mal so ein bisschen Rasen mäht. Er ist zwar nicht der 5., sondern der 6., aber macht er jetzt auch nichts. Und dann ist mal wieder Speicherzeit. Lege ich einmal so fest. So, wie sieht es überhaupt jetzt aus mit den Warteschlangen? Überall was los. Geriatrikas, keine Warteschlange. Na gut, da kommt aber immer mal einer. Oh, da geht gerade irgendwas kaputt. Shuttle Loop macht natürlich wieder am meisten Kohle, so muss es doch sein. Jetzt haben wir hier diese Sperrschilder gebaut und jetzt beschwert sich keiner mehr, dass irgendwie der Eingang nicht zu finden sei. Riesenrad darf natürlich auch in keinem Freizeitpark fehlen. Oh, Boot 1 von Bootsverleih ist immer noch nicht zurück. Doch, aber die finden den Weg. Das ist möglich, dorthin zu kommen. Bloß nicht da, wo die langfahren. Dynamite Run Defekt. Halterungen schließen nicht. Okay. Ach, das ist auf voll eingestellt. Naja, bleibt es jetzt einfach so. Riesenrad, da fährt, glaube ich, traditionell eh kaum jemand. Da können wir es auch bei 50 Pfennig lassen, eröffnen. Oder wir müssen hier echt, wenn die das nicht anders verstehen, hier eine Strecke bauen. Achso, da hinten kommen die nicht rum. Na komm, wir bleiben bei den Ruderbooten und zack, so. Jetzt haben wir gleich 600 Besucher, also 2/3 des Ziels geschafft. Karussell können wir noch bauen.
Das würde sich hier vielleicht gut machen. Gut, da rasiert er gerade. Nee, Quatsch. Da mäht er zwar gerade Rasen. Oh, eins zu niedrig, eins zu hoch. Da ist wieder der traditionelle Baum im Weg, das kennen wir ja. Ja, noch Opus 50 Pfennig. Ich glaube, da werden wahrscheinlich auch nicht viel mehr Leute mitfahren. Doch, die ersten kommen schon. Aber jetzt hier die Warteschlange bei Deathlight plötzlich ist, die haben wahrscheinlich alle Bock auf Tod. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Jetzt können wir doch schon mal unsere Schulden zurückbezahlen. So, jetzt sind wir gleich 600. Guck mal, was hier noch für Massen ankommen. Und das im Juni. 600 Gäste. Werbung dürfen wir leider keine machen. Davon war ja aber nicht die Rede in der Missionsbeschreibung. Hä? Achso, warte mal. Können wir auch mal aufs Maximale stellen. Nö. Na gut. Ich würde ja gerne so eine eine Flussfahrt gäbe es ja noch. Eigentlich hier gut hinpassen, obwohl vom Kurvenradius her. Ja, würde ja knapp hingehen. Könnte allerdings bloß eine kurze Strecke werden. Was würde gehen? Die wollen noch mehr Eintritt bezahlen? Nee, jetzt reicht's aber mal. Nicht, dass sie dann gar nicht mehr kommen hier. Ich brauche wirklich jeden Besucher hier. Aktuell, da ist nichts hier mit Preiserhöhung ständig. Kann ich noch eins weiter nach hinten? Ja, das ist aber das Äußerste. Bringt mir das was, wenn ich das noch ins Rein rücke? Ne. Wie gesagt, das wird jetzt ja bloß eine kleine. Also kann ich nicht mal versprechen, dass es hier irgendwie 5000 Drops gibt an der Stelle. Ne, hier geht es schon nicht mal weiter. Für noch einen Huckel rein, dafür ist immer Platz. Ah gut, da muss ich halt jetzt eine opfern, damit es dem Ausgang passt. So. Stehen halt immer noch an. Ne? Ich habe dort die Karre weggerissen, den Weg für die Warteschlange, die stehen immer noch an. Was sind die jetzt halt reingegangen? Sieht so aus, ne? Also wahrscheinlich interessiert die das dann einfach nicht und die gehen dann einfach weiter rein. Das ist ja auch mal witzig. So. 700 Besucher gleich geschafft und wir sind im Juli. Anfang Juli. Ich denke, wenn hier jetzt nichts Schlimmes passiert,
wird sich das doch hoffentlich ausgehen. Fiasko-Flöße sind das. Guck mal, bei den Attraktionen muss man nicht mal eine Testfahrt machen. Die Leute kommen schon an, ne? Also bei anderen da. Baumstammrutsche hätten wir jetzt auch. Die würde ich jetzt mal aus Platzgründen einfach mal weglassen. So, ich will jetzt mich nicht zu weit nach aus dem Fenster lehnen, aber hier kann man doch eigentlich fast schon laufen lassen, oder? Besucherzahlen gehen jetzt so Richtung 800 gleich. Besucher brauchen wir jetzt noch. Was hier noch an Massen ankommen. Guckt euch das mal an hier. Zack, zack, zack. Das geht ja echt Schlag auf Schlag. Obligatorisch die Warteschlangen checken. Geriatrikas, keine Warteschlange. Na gut, da kommt ab und zu noch mal einer rein. Shuttle Loop macht natürlich die meiste Kohle. Was denken die Leute? So bezeichne ich für Whiplash. Ne, es ist weggefallen, oder? Ja, genau. Sieht so aus. So, noch 155 Besucher. Gucken, wie die Bahn hier abgeht. Gut, 61, das ist ja immer noch ordentlich. Und dann hier schön runter. Das ist, glaube ich, für im Juni 26 Grad eine schöne Abkühlung. Das wäre jetzt real eine schöne Abkühlung. Draußen 34 Grad, hier drin in der Wohnung 27 Grad. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, kann ja sein. Genau, eine Minute Fahrzeit und 7 Boote. Oh, das ist irgendwas Krummes. Wie gesagt, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, bei mir scheint ja dann zum Abend hin die Sonne direkt ins Wohnzimmer rein. Das ist dann halt nicht so toll, weil es nur ein Raum ist, ist das Wohnzimmer gleichzeitig auch das Schlafzimmer. Und das bedeutet, dass sich das immer so ein bisschen aufheizt. Und es ist halt blöd fürs Schlafen. Was habe ich jetzt ausgerechnet? 8 Sekunden? Oh, 9 Sekunden. Ich habe mir überlegt, ob ich das Szenario nicht einfach als Stream, was ich so spontan als eine Stunde Stream raushaue, aber... Ja, ich hatte ja, glaube ich, das letzte Mal gestreamt, da hatte ich ja das Problem, dass dann irgendwie mit dem Ton, dass das nicht so funktioniert hat.